Heute vor 50 Jahren feierte Boeing wohl einen der wichtigsten Tage in ihrer gesamten Unternehmensgeschichte. Das war ein ziemlich besonderer Tag, denn heute vor ziemlich genau 50 Jahren flog die Boeing 747 zum allerersten Mal. Warum das so ein besonderer Tag war, was davor alles so passierte, was danach alles so passiert ist und einfach mal ein paar interessante Infos zur Boeing 747 vor 50 Jahren, das gibt's heute und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Über 1500 Mal wurde die Boeing 747 in den letzten 50 Jahren gebaut und an einen Kunden übergeben. Über 500 von diesen ohne Zweifel besonderen Flugzeugen sind heute immer noch aktiv unterwegs. Ziemlich genau 33%. Mit anderen Worten, ein Drittel der Flieger fliegt heute noch. Die beste Zeit hat dieses Flugzeugmodell zwar durchaus schon hinter sich, aber es gibt auch heute noch einige Fluggesellschaften, die mit der Boeing 747, zwar jetzt natürlich in neueren Versionen, aber die mit der Boeing 747 noch immer Geld verdienen können. Und auch nach 50 Jahren ist der Jumbo noch immer etwas Besonderes am Flughafen. Aber gehen wir mal zurück auf Anfang. Auf diesen Tag, den Erstflug der Boeing 747 am 9. Februar 1969, hat Boeing lange hingearbeitet. Obwohl, so lange nun eigentlich auch wieder nicht, denn Joe Sutter, leitender Ingenieur, hat zusammen mit seinem Team die Boeing 747 wirklich in Rekordzeit auf die Räder gestellt. Im April 1966 begann man nach der von Pan Am zugesicherten Bestellung über 25 Flugzeuge mit der Entwicklung der Boeing 747. Nur 8 Monate später hatte man das erste Flugzeug zusammengebastelt. Im September 1968 wurde die Maschine dann zum ersten Mal aus der Halle gerollt und auch wenn bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch niemand so richtig glauben wollte, dass dieses Flugzeug demnächst mal fliegen soll. Der Flugzeughersteller hatte es trotzdem geschafft, einige sehr wichtige Kunden von dem neuen Flugzeug zu überzeugen. Namen wie Lufthansa, British Airways oder Air France waren von Anfang an mit dabei und natürlich Pan Am, die Fluggesellschaft, die die Entwicklung und den Bau des Flugzeuges erst so richtig angestoßen hatte. Und ihr wisst natürlich alle, was den Jumbo ausmacht. Die Eigenschaft, die wahrscheinlich dafür sorgt, dass jeder noch so kleine Junge, jedes noch so kleine Mädchen als erstes Flugzeug am Flughafen direkt mal den Jumbo erkennt. Das ist neben der Größe des Flugzeuges selbstverständlich der Buckel. Der sorgt für Wiedererkennungswert und da haben wir schon mal ein ganzes Video drüber gemacht, warum es den überhaupt gibt. Aber nur noch mal kurz zusammengefasst. Die Boeing 747 sollte von Anfang an, vor allem für den Fall, dass sie als Passagierflugzeug aus welchen Gründen auch immer nicht erfolgreich sein wird, weil man sich in der zivilen Luftfahrt jetzt vielleicht doch komplett auf Überschallverkehrsflugzeuge konzentriert oder wie auch immer, sollte die 747 von Anfang an leicht als Frachter nutzbar bzw. leicht zum Frachter umrüstbar sein. Und aus dem Grund warf man den ersten Entwurf der Boeing 747, der noch aus 2 übereinander gelegten Boeing 707 Rümpfen bestand, denn man wollte ja ein Passagierflugzeug mit der doppelten Passagierkapazität einer Boeing 707 bauen. Warum dann nicht einfach 2 Rümpfe der 707 aufeinander legen? Den warf man direkt mal wieder beiseite und entschied sich für einen riesigen, in der Zivilluftfahrt so noch nie dagewesenen Rumpf. Und die schnellste und einfachste Möglichkeit, um diesen Flugzeugrumpf jetzt mit Fracht zu füllen bzw. die Maschine problemlos be- und entladen zu können, war die Nase des Fliegers zu öffnen. Dafür musste das Cockpit nach oben rutschen, über diesen eigentlichen Rumpf. Das lässt man jetzt nach hinten hin noch aerodynamisch einigermaßen klug auslaufen und schon hat man die typische 747-Form. Und die hat Wiedererkennungswert. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist dabei ziemlich simpel, aber doch irgendwie genial. Denn wir sehen das heute als Gegenbeispiel, den A380, den kann man nicht so einfach als Frachter umrüsten. Der braucht nämlich die Trennung zwischen dem obersten und dem mittleren Deck. Und damit ist auch die Größe der Frachtstücke, die man in den Flieger einladen könnte, beschränkt. Und ja, das Beladen des Oberdecks vor allem, das wird unnötig kompliziert gemacht. Die Boeing 747 hingegen, die funktioniert auch 50 Jahre nach dem Erstflug immer noch hervorragend als Frachter. Aber zurück zu Joe Sutter und seiner ersten Boeing 747. Die Entwürfe, das ist da die eine Sache, das Flugzeug bauen ist jetzt eine andere Sache. So ein großes Passagierflugzeug hatte halt noch niemand gebaut. Die Ingenieure wurden hier vor eine riesige technische Herausforderung nach der nächsten gestellt. Und man baute, weil man hatte den Platz ja nirgendwo, man baute parallel zur ersten 747 das riesige Boeing-Werk in Everett. Man erkennt, glaube ich, schnell, dass die Entwicklung und der Bau der 747 mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden ist. Boeing hatte damals 1,2 Milliarden Dollar Schulden bei der Bank. Damit war Boeing das amerikanische Unternehmen, das die meisten Schulden bei der Bank hatte. Aber man hatte es dem Erstkunden Pan Am nun mal versprochen, die Boeing 747 als zuverlässiges und gut funktionierendes Flugzeug Ende 1969 auszuliefern.
Das war ein ziemlich optimistisches Ziel, aber Joe Sutter und seine Ingenieure wurden damals die Unglaublichen genannt bei Boeing und sollten eben in unter 30 Monaten genauso ein sicheres und zuverlässiges Flugzeug bauen. Das Unternehmen und die Mitarbeiter setzten damals also alles daran, dieses Ziel wirklich erreichen zu können, und man geht heute davon aus, dass die Zukunft des Flugzeugherstellers Boeing Ende der 60er bzw. Anfang der 70er Jahre von genau diesem einen Projekt abhing. Und wie gesagt, es gab da so einige Herausforderungen, die man erst hinter sich bringen musste. Als die Ingenieure Ende der 60er Jahre dann die ersten 747-Teile in Originalgröße fertiggestellt hatten, waren die Werkshallen in Everett noch nicht mal annähernd fertig. Und nur um mal zu verdeutlichen, wie diese Herausforderungen bei Boeing zu dem Zeitpunkt ausgesehen haben, mal zwei Beispiele. Nummer 1, wie rollt man eigentlich so ein riesiges, noch nie dagewesenes Flugzeug am Flughafen? Dafür gab es bei Boeing einen etwas ungewöhnlichen Aufbau. Man bedenke, wir befinden uns hier vor dem Jahre 1970. Nummer 2, die Evakuierungstests der Boeing 747, denn das gab es selbstverständlich auch schon vor 1970. Und da gibt es ganz viele Vorgaben, die man einhalten und bedenken muss, unter anderem auch eine Zeitvorgabe von 90 Sekunden. Und Boeing brauchte beim ersten Versuch mit 560 Passagieren in einem Kabinen-Mockup der Boeing 747 in Originalgröße gleich mal 2,5 Minuten. Also da gab es einiges, was man optimieren, verbessern musste oder was man erstmal überhaupt ermöglichen musste. Aber man konnte im Februar 1969 das erste Mal fliegen. Die Maschine war fertig, das Flugzeug funktionierte und an der Seite prangten schon ganz stolz die 26 Logos der 26 ersten Kunden der 747. An Bord der Maschine befanden sich zum Erstflug zwei Boeing-Testpiloten sowie ein Flugingenieur, und der fliegende Pilot sagte ganz stolz nach der Landung, dass sich das Flugzeug während des Fluges hervorragend handeln ließ. In der nachfolgenden Testphase fand man dann am Prototypen, am richtigen funktionierenden Flugzeug, also nicht in irgendeiner Computersimulation, noch einige entscheidende Dinge heraus. Zum Beispiel beim sogenannten Flutter-Test wurde festgestellt, dass die riesigen Tragflächen der 747, die es bis zum jetzigen Zeitpunkt ja noch nicht bei irgendeinem anderen Passagierflugzeug in dieser Größe gab, ja, dass die zu schnell, zu stark oszillierten. Und das darf nicht sein, das ist ein riesiger Sicherheitsaspekt, den man da beachten muss, und daraufhin veränderte man so ein paar Materialgegebenheiten. Die Steifigkeit wurde an einigen Stellen so ein bisschen verändert, das Ganze wurde ein bisschen flexibler gemacht und dann funktionierte das auch so, wie man das wollte, aber man benötigte noch ein paar Gegengewichte an den richtigen Stellen im Flugzeug. Und das war bei den ersten Jumbos, auch bei den ersten ausgelieferten, an einen Kunden, an eine Fluggesellschaft ausgelieferten Jumbos eine ziemlich interessante Sache, denn da wurde an einigen Stellen im Flugzeug knapp 300 Kilogramm abgereichertes Uran platziert. Das Zeug kann man nämlich richtig günstig bekommen, hat eine sehr hohe Dichte und ist deswegen, naja, es verschwendet keinen Platz im Flieger. Man kann das hier und da dann nochmal in die Bauteile einfügen, ohne viel verändern zu müssen, und hat so an den richtigen Stellen dann ein Gegengewicht platziert, das diese unschönen Bewegungen ausgleicht bzw. verhindern kann. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Also in einer 747-8 der Lufthansa steckt nicht an einigen Stellen noch ein bisschen Uran drin, um da irgendwelche Schwingungen auszugleichen, sondern das hat man schon Anfang der 1970er Jahre wieder gelassen, weil das dann doch zu Recht für ein paar Bedenken gesorgt hat. Aber es zeigt, glaube ich, ganz gut, und deswegen wollte ich das auch unbedingt erzählen, was für Optionen man damals genutzt hat, um wirklich Ende der 1960er Jahre, also 1969, noch ein nahezu perfektes Flugzeug auf die Räder zu stellen. Und die Maschine lief ja auch. Joe Sutter hat zusammen mit seinen Unglaublichen damals ein unglaubliches Flugzeug gebaut, ohne Zweifel. Bisschen Probleme oder massiv Probleme machten damals die Triebwerke der ersten 747-Varianten. Die waren nämlich ausgestattet mit Pratt & Whitney JT9D-Triebwerken. Und ja, dafür hatte das Flugzeug neben 180.000 Litern Kerosin auch noch einen Wassertank. Denn beim Startlauf, für einige etwas kürzere Startbahnen oder wenn man mal wirklich ordentlich Leistung gebraucht hat, hat man in den Verbrennungsprozess im Triebwerk auch noch Wasser mit eingespritzt. Das dehnte sich bei Hitze extrem aus. Das bringt ein wichtiges Stück mehr Schub und außerdem sorgt es dafür, dass das Innere des Triebwerkes runtergekühlt wird, wodurch man nochmal ein ganzes Stück mehr Leistung von diesem Motor abrufen kann. Ja, ist dafür aber extra schlecht für die Umwelt und außerdem ein kompliziertes und sehr schweres System, das jeder Flieger da damals mitschleppen musste. Deswegen hat man das schnell mit stärker werdenden Triebwerken dann auch wieder gelassen und wieder aus dem Flugzeug ausgebaut. Wie auch immer, man hat es trotzdem geschafft. Das Flugzeug bekam dann tatsächlich noch Ende der 60er Jahre im Dezember 1969 die wichtige Zulassung und war damit bereit für den aktiven Linienbetrieb beim Erstkunden Pan Am. Und die Fluggesellschaft setzte die Maschine dann zum ersten Mal auf der Strecke New York-London im Januar 1970. ein. In den darauffolgenden Monaten verkaufte Boeing allerdings dann nur noch eine Handvoll an Maschinen und keine einzige an US Airlines, weil man einfach nicht glaubte, dass man das Flugzeug voll bekommt. Die Maschine hatte einfach zu viele Sitzplätze. Das ist so ein Phänomen, was uns jetzt beim A380 ziemlich bekannt vorkommen dürfte. So war es damals auch bei der 747, denn das Flugzeug, ja, hat natürlich wahnsinnig geringe Kosten pro Sitz.
muss dafür aber auch voll sein. Damals war das mit den Alternativen zu dem Flugzeug allerdings auch noch so ein bisschen mau und deswegen hat Boeing dann tatsächlich irgendwann mal gesagt, wir gehen davon aus, dass einige unserer Kunden die Maschine tatsächlich kaufen, um eine Reichweite von über 10.000 Kilometern hinzubekommen. Die brauchen den Platz aber gar nicht und andere kaufen das Flugzeug wiederum nur aus Prestigegründen. Sowas geht heute natürlich nicht mehr. Damals war das selbstverständlich alles ein bisschen anders, aber es hilft wahrscheinlich, um zu verstehen, dass auch die Boeing 747 nicht von Anfang an perfekt war und perfekt funktionierte, sondern das musste sich alles in den nächsten Jahren noch so ein bisschen entwickeln. Die 747-200 kam dann recht schnell, eine überarbeitete, verbesserte Variante. Viele Dinge wurden optimiert, an vielen Stellschrauben hat man dann nochmal gedreht und dann in den 80ern oder in den 90er Jahren kamen große internationale Fluggesellschaften gar nicht mehr drum herum, eine Boeing 747 in ihrer Flotte zu betreiben. Im Jahr 1990 wurde dann die 1000ste Boeing 747 bestellt, im Jahr 2011 die 1500ste. Jetzt ist langsam aber sicher Schluss mit dem Flugzeug. In den 50 Jahren hat sich vieles verändert, vieles ist aber auch gleich geblieben, die Form ist gleich geblieben, der Wiedererkennungswert ist immer noch da, die 747 kann man immer noch als 747 ganz leicht erkennen. Aber heute ist ein aktueller Jumbo, die 747-8, etwa 6 Meter länger als die erste 747-100. Das Flugzeug kann beim Start mehr als 100 Tonnen mehr wiegen als die 747-100 damals. Die Maschine fliegt heute eine ganze Ecke schneller, selbstverständlich sehr viel effizienter und auch über 5000 Kilometer weiter als der erste Jumbo. Gebaut wird die 747 heute immer noch, allerdings nur noch als Frachter. Etwa 20 offene Bestellungen hat Boeing noch auf dem Tisch liegen, dann wird es das wahrscheinlich gewesen sein. In den 50 Jahren nach dem Erstflug hat die Boeing 747 ziemlich sicher mehr mitgemacht, als man sich das irgendwann mal gedacht hat. Aber die 747 hat auch zu der Entwicklung beigetragen, die die zivile Luftfahrt in den letzten 50 Jahren gemacht hat. Die allererste Boeing 747, also genau das Flugzeug, das heute vor 50 Jahren das erste Mal geflogen ist, die gibt es heute immer noch. Die findet ihr heute im Museum of Flight nahe Seattle, kann man sich durchaus mal anschauen. Es ist wirklich wert. Und im aktiven Passagierbetrieb findet ihr die Boeing 747 hier in der Nähe, hauptsächlich bei Lufthansa und auch bei British Airways. Die Briten sind noch mit über 30 Maschinen in der Flotte auch größter Betreiber der 747. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Punkte zu 747 mit dabei. Ist, glaube ich, eine ganz interessante Story. Vielleicht ein Datum, das man sich auch mal merken kann. Und dann ja, sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ein großes Dankeschön geht heute noch an Bill raus. Vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Das hilft mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.